Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Freunde. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr genießt alle das tolle Wetter. Ich bin wieder back mit einem normalen Video, sage ich jetzt mal. Es kamen in letzter Zeit eigentlich eher Vlogs und weniger normale Videos. Und deswegen dachte ich mir, ich mache euch mal nach langer, langer Zeit ein Live-Update. Ich weiß nicht, wann das letzte Live-Update war, aber ich verlinke es euch gerne einmal. Dann könnt ihr euch das auch im Nachhinein anschauen, wenn ihr Bock habt. Und ich mache mich fertig, beantworte nebenbei eure Fragen und schreibe euch nebenbei auch so ein bisschen was zu den Produkten, damit ich nicht durcheinander komme. Kaya launcht nämlich in 2 Tagen neue Produkte und ich kann euch sagen, die sind extrem geil und die werde ich auch heute benutzen. Ich fange direkt mal an mit dem Primer. Und zwar launcht Kaya einen neuen Primer. Das ist der All Night Long Primer. Und den werde ich jetzt auftragen, damit euer Make-up einfach wirklich All Night Long hält. Ich hatte den auch schon benutzt und mein Make-up hat wie eine 1 gehalten. Die Textur ist eigentlich ganz lustig. Das erinnert mich ein bisschen an Fruchtzwerge. Leute, es ist einfach... Eure Haut ist danach einfach nur glatt. Das ist so krass. Ich habe ja nie so wirklich an Primer geglaubt. Aber in letzter Zeit bin ich ein krasser Primer-Fan geworden. So. Und ich würde sagen, wir fangen auch mal direkt mit der ersten Frage an. Ganz viele von euch haben netterweise gefragt, wie es Milo geht. Für die, die es nicht mitbekommen haben, die mich vielleicht noch nicht auf Instagram folgen, falls ihr es noch nicht tut, dann tut es gerne jetzt. Da poste ich nämlich täglich Stories und erzähle euch so einfach über mein Leben. Und letzte Woche, ich glaube genau heute vor einer Woche oder morgen vor einer Woche, es war ein Feiertag, fing es halt an, dass es dem Milo nicht so gut ging. Und Milo ist wie mein Kind, Milo ist wie mein kleines Baby einfach. Und wenn ihm was passiert, dann geht es mir einfach automatisch nicht gut. Milo hatte halt immer so Krämpfe und war dann immer total verkrampft. Und das hat mir aber natürlich voll die Sorgen gemacht. Und ich hatte ihn dann beim Tierarzt auch einmal checken lassen und einfach nachgefragt, so, hey, ist alles gut mit meinem Hund? Und die haben ihn halt auch abgecheckt und meinten so, alles ist gut, er hat nichts. Und dann ist das halt ein paar Mal wieder aufgetreten und das war dann immer so für ein paar Stunden nur. Und da das halt wirklich nur für ein paar Stunden war, habe ich mir dann auch nie was so richtig dabei gedacht. Weil es ihm dann halt wirklich danach, nach 4 Stunden, richtig, richtig gut ging, als wäre nie was passiert. Und letzte Woche war es aber anders. Ich benutze jetzt wieder ein neues Produkt. Das ist der Dewy Stick. Noch nie sowas benutzt, aber scheint sehr interessant zu sein. Seht ihr das, wie das aussieht? Ich habe, glaube ich, wirklich noch nie so ein Produkt gesehen. Deswegen bin ich unnormal gespannt. Und highlighte hier schon mal so ein bisschen vor. Oh, das kann man sogar für die Lippen benutzen. Ist nämlich ultra weich. Als ich dann halt gemerkt habe, okay, es wird irgendwie nicht besser, es hat auch wirklich einen Tag angehalten, wollte ich nicht mehr länger warten. Und ich habe halt auch viele von euch gefragt und die Meinungen waren halt so unterschiedlich. Viele meinten, es könnte Epilepsie sein und das hat mir halt auch natürlich voll die Gedanken gemacht und bin dann halt mit ihm zum Tierarzt gefahren. Es war halt ein Feiertag und okay, das ist eine richtige Storytime, ich bin gleich mit meinem Make-up fertig. Eine Followerin von mir hat mir halt dieselbe Story erzählt von ihrem Hund, dass ihr Hund dasselbe hatte und dass es halt auch anfangs immer so ein bisschen wenig war, für ein paar Stunden, und dann hat sich das immer gehäuft. So. Und dann habe ich so ein bisschen mit ihr geschrieben, sie hat mir eine Klinik empfohlen, sie war so, so lieb, also dass sie ist, ich küsse dein Herz, du hast mir wirklich krass geholfen. Ihr Hund war nämlich vom selben Züchter wie mein Hund. Und damals hatte ich einfach noch nicht das Wissen, was ich heute habe und würde auch keinen überzüchteten Hund mehr kaufen, und das, mein Hund ist auf jeden Fall überzüchtet. Das merke ich an ganz vielen Sachen, an ganz vielen Krankheiten. Deswegen auch nochmal ein Appell an euch. Holt euch Tiere aus dem Tierheim, hilft denen und ja, so. War dann beim Tierarzt und er hat dann halt direkt gemerkt, dass er Bauchschmerzen hat. Sein Bauch war ganz hart und es könnte halt dasselbe Problem sein wie bei ihr. Ich gebe dir jetzt eine Spritze, also Meinung, ich gebe ihm eine Spritze und Tabletten und danach sollte es okay sein und danach kannst du das halt alles mal abchecken lassen. So, Ende der Geschichte, meinem Hund geht es wieder gut.
Es ist alles gut und ich hoffe, es bleibt auch so. Machen wir einfach mal weiter mit der nächsten Frage und mit meinem Make-up. Was ist mit deinem Ferienhaus? Die Frage kam auch relativ oft und ich hatte mir ja letztes Jahr ein Haus in der Türkei gekauft. Sarah, meine beste Freundin, hat halt auch ein, also ihre Eltern haben dort ein Haus und meine Mutter hat es halt voll gut gefallen und sie liebt die Türkei voll und eine Straße weiter hat halt derselbe Bautyp nochmal dasselbe Haus gebaut, also ist es gerade am Bauen und ich hoffe, dass es diesen Sommer dann auch fertig wird. Ich freue mich total, weil es einfach wunderschön aussieht und die kommen auch echt gut voran. Also es läuft alles und ich freue mich enorm, auch für meine Eltern, weil sie halt ja die Türkei einfach so lieben und ich denen einfach diese Freiheit geben möchte, dass die dorthin fliegen können, wann sie wollen, dass sie dort Urlaub machen können und dass sie halt einfach so frei sind und ein Haus haben. Die nächste Frage ist: Bist du glücklich zurzeit und wie fühlst du dich alleine zu wohnen? Ja, ich bin tatsächlich sehr glücklich. Es gibt natürlich immer wieder diese Ups and Downs, so wie immer. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich benutze jetzt nämlich Schwanz Lucent Powder. Ach nö. Und es gibt einmal der Farbe Banana und einmal in Translucent. Welches nehmen wir denn jetzt? Ich glaube, ich nehme Translucent. Das ist auch neu. Das ist so klein verpackt. Das ist sehr, sehr schön. Und dafür gibt es auch neue Pinsel von Kaya. Die könnt ihr auch gerne einmal abchecken. Für mich die besten Pinsel. Ich benutze wirklich keine anderen Pinsel außer von Kaya. Also ich bin zurzeit glücklich. Ich bin dankbar. Und es gab auch wirklich selten Zeiten in meinem Leben, wo ich nicht glücklich war. Weil ich wirklich aus jeder Sache in meinem Leben, egal ob positiv oder negativ, ich hole immer das Beste raus für mich selber und versuche immer positiv zu bleiben und immer glücklich zu bleiben, weil ich einfach dieses Mindset habe und mich gar nicht so darin sehe, unglücklich zu sein. Wisst ihr, was ich meine? Also ich will meine Lebenszeit nicht darin verschwenden, vor allem auch so in den jungen Jahren, unglücklich zu sein, wenn es wirklich keine krassen Gründe dafür gibt. Es hört sich so einfach an, ich weiß das, aber ich glaube daran, dass es möglich ist. Ich mache direkt weiter mit dem Puder, das ist auch neu, von Kaya. Das ist richtig, richtig gut. Ich habe das in der Farbe Honey und gehe da jetzt direkt mal drüber. Es gibt so einen Doppelpinsel von Kaya, der ist jetzt auch neu, der ist unnormal gut. Und mache hiermit dann das Translucent Powder weg. Die nächste Frage war ja, wie fühlst du dich alleine zu wohnen? Und ihr wisst ja, ich habe einfach kein Problem damit, alleine zu sein. Also ich bin ein Mensch, der es liebt, alleine zu sein und sich einfach voll wohlfühlt dabei. Also ich hatte wirklich noch nie irgendein Problem damit, alleine zu leben. Weil man sich auch viel mit sich selber beschäftigen kann und einfach viel nachdenken kann und viel an sich arbeiten kann. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das bei euch so habt. Könnt ihr alleine sein? Findet ihr es schlimm, alleine zu sein? Weil ich zum Beispiel habe oft meinen Freunden abgesagt, damals, also es hat sich ein bisschen jetzt geändert nach der Trennung, weil ich alleine sein wollte. Und alleine wohnen ist auch nochmal so ein anderer Step im Leben. Ihr werdet viel selbstständiger in dem, was ihr tut. Und es ist einfach, ich finde jeder, ich wiederhole mich, aber ich finde jeder sollte mal alleine gelebt haben. Ich gehe jetzt nochmal mit dem Puder unter meinem Bronzer, um das Ganze noch mal mehr zu konturieren. Und zwar haben ganz viele auch gefragt, also Fragen zu meiner Gewichtsabnahme gehabt. Ja, es scheint sehr viele zu interessieren, wie ich abgenommen habe. Und ich weiß es selber nicht so genau. Ich hatte sehr viel Stress, ich hatte mit sehr vielen zu kämpfen. Und das war so der Grund, warum ich viel abgenommen habe. Aber ich habe auch meinen Lifestyle geändert. Ich bin glücklicher geworden. Ich habe mich besser ernährt. Ich habe wirklich damals richtig, richtig viele Süßigkeiten gegessen. Und sehr, sehr viel ungesundes Essen. Jeden Tag Mc's und keine Ahnung was. Ich habe halt auch die Pille abgesetzt gehabt, was bei mir irgendwie zu Gewichtszunahme kam. Und ich glaube, dass sich mein Körper auch ein bisschen reguliert hat. Und dann halt auch eben ja, wieder zu sich gefunden hat. Also da gibt es jetzt nicht so eine richtig große Story zu. Das ist es eigentlich schon. Und ich habe auch kein Traumziel, wie viel ich wiege. Ich möchte mich einfach wohlfühlen in meinem Körper. Das ist so der wichtigste Faktor für mich. Dann kam auch ein paar Mal die Frage, wie ich mit Hate umgehe.
wie ich mit Hate umgehe, ganz einfach ignorieren, weil das einfach leider für mich Menschen sind, die einfach nicht mehr weiter wissen, so. Und ich habe gelernt, damit umzugehen. Und es gab auch natürlich Phasen, wo dann alles hochkommt und man sich einfach so denkt, scheiße, ich bin auch nur ein Mensch. So, ich kann nicht alles verkraften, ich kann nicht alles vertragen, so, mir geht's einfach gerade nicht gut. Und man dann einfach weint. Ich selber weiß, wie ich damit klarkomme. Ich kläre das alles eher mit mir selber privat oder rede mit meinen Freunden, wenn es mir nicht gut geht oder keine Ahnung was. Aber ihr werdet mich, glaube ich, niemals sehen, dass ich mich zu irgendetwas öffentlich äußere. Weil viele denken, wenn ich mich zu etwas nicht äußere, okay, das stimmt, wusste es, keine Ahnung was, sie ist so und so und sie äußert sich nicht dazu, deswegen stimmt das. Nein, ihr dürft nicht so denken. Warum soll ich ein Thema groß machen, was erstmals nicht stimmt und Personen halt einfach diese Bestätigung geben und diese Aufmerksamkeit geben, was sie halt eben erreichen wollen, weil sonst hätten sie es ja privat mit mir geklärt. Wisst ihr, was ich meine? So, dann kommen wir auch zur letzten Frage und ich weiß gar nicht, wie ich so richtig darüber reden soll, aber ob ich eine Dating-Phase hatte. Ich hatte tatsächlich keine richtige Dating-Phase, weil es erstmal sehr schwierig ist für Menschen in der Öffentlichkeit Menschen kennenzulernen, weil es halt immer ein bisschen schwieriger ist, die Intention von Leuten zu wissen. Keine Ahnung, irgendwie lag das nicht so richtig in meinem Interesse. Ich weiß nicht, wie ich so richtig auf diese Frage eingehen soll. Aber ich sage einfach mal, ich hatte keine Dating-Phase, nein. Was hat sich für dich in den letzten Jahren am meisten verändert? Und da kann ich sagen, dass es einfach mein Mindset ist. Also mein Mindset hat sich extrem verändert in den letzten Jahren. Ich denke, ich bin halt einfach viel reifer geworden als damals. Was ich halt auch immer so schlimm finde, ist, dass Leute Veränderungen so negativ darstellen. Aber es ist voll normal, dass ihr euch verändert. Was sich für mich am meisten verändert hat, ich glaube einfach meine Person. Dass ich einfach wirklich sehr viel reifer und erwachsener in Dingen geworden bin. Dass ich manche Sachen nicht so an mich ranlasse. So, Freunde, und das war es auch schon mit dem kleinen Live-Update. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben und hinterlasst gerne einen Kommentar. Ich freue mich immer über Kommentare. Ich lese mir auch alles durch. Und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Kurze Info nochmal, dass ich es nicht vergesse, die Produkte, die ich euch gezeigt habe, sind ab dem 26. April auf Kaya Cosmetics verfügbar. Und ja, die sind sehr, sehr gut. Hab euch lieb. Tschüss!